In Gleilützl ist die alte Pfeife- und Stockfabrik neu zum Leben erweckt worden. Man hat die Fabrik stilgerecht saniert und sie wird als Kulturhaus betrieben. Das Projekt Raum, Zeit, Stille wird als Veranstaltungsort, Gästehaus und Atelier geführt. Jörg Niederberger, Muriel Stern und Eva Allemann leiten den Kunstraum und fokussieren sich dabei auf Malerei, Gestaltungsprozess und Poesie. Der Bär tanzt wieder im Blei Basel. 1998 ist eine alte Legende neu belebt worden. Nach ihr steigt der Bär als viertes Ehrenzeichen aus dem Wasser vom Rhein. Die Gesellschaft zum Bären steht für ein freies, offenes und unabhängiges Gleibasel. Sie unterstützt Projekte, die am friedlichen Zusammenleben aller Bevölkerungsschichten dienen. Der Tanz vom Ehrenzeichen wird jedes Jahr von der Begeisterung und der Freude der Gleibasler Kinder begleitet. Die geplante Spitalfusion bewegt Gemüter. In Liestl rief die FDP zum Gegenschlag. Sie lanciert mit den Verbündeten die Kooperationsinitiative und will damit die Fusion verhindern. Fünf Hauptargumente werden ins Feld geführt. Die Fusion führe zu starren Strukturen. Sie beinhalte ein Too-Big-to-Fail-Risiko. Die Fusion würde ein Marktmachtrisiko mit sich bringen und die langfristige Bindung sei negativ. Zuletzt würde unter dem Fusionsdruck der Patientenfokus verloren gehen. Alles in allem sieht vor, dass die Kosten für die Versicherten explodieren, statt sich verringern würden. Die Initiative ist lanciert.